liebe T-Online-User. Heute geht es in Koschaks Klimakosmos um die Arktis, um Grönland und die Antarktis. Denn hier steigen die Temperaturen deutlich mehr als andererorts auf der Erde durch die Erderwärmung. Hat das Ganze auch Folgen für Deutschland? Letzte Woche habe ich mich mit einigen Wissenschaftlern getroffen, die zum Beispiel auf der Polarstern unterwegs waren und in der Antarktis viele Messungen gemacht haben und mir ihre Erkenntnisse berichtet haben. Und das möchte ich heute an Sie weitergeben. Schauen wir erstmal in die Antarktis. Können Sie sich vorstellen, wie viel der Meeresspiegel ansteigen würde, wenn die komplette Antarktis dahin schmelzen würde? Das wären 58 Meter weltweiter Meeresspiegelanstieg. Das ist wirklich beängstigend. Ich kann Sie beruhigen, das wird nicht nächste Woche passieren und auch nicht in einigen Jahrzehnten. Aber hier steigen die Temperaturen deutlich mehr als andererorts auf der Erde, um 2,6 Grad im Vergleich zu den letzten 50 Jahren. Und das hat so einige Folgen. Insgesamt funktioniert die Antarktis so, dass Schelfe, dass Gletscher um das Inlandeis sind und die stabilisieren das Inlandeis. Diese Schelfe, diese Gletscher an sich schwimmen auf dem Meer. Das heißt, es ist so ein bisschen so wie Eiswürfel in ihrem Wasserglas. Das heißt, wenn die schmelzen, dann wird auch in ihrem Wasserglas das Wasser nicht ansteigen. Das heißt, dadurch steigt der Meeresspiegel nicht an. Aber wenn diese Gletscher abbrechen, dann wird das Inlandeis schmelzen und dann wird natürlich der Meeresspiegel ansteigen. In letzter Zeit hat man vom Thwaites und vom Pine Island Gletscher gehört, die quasi nur noch mit den Fingernägeln an diesem Packeis kleben. Und die könnten in nächster Zeit, da sind sich die Forscher einig, abbrechen. Und das würde dann verursachen, dass in der Westantarktis viel Inlandeis schmelzen würde. Und das würde einen Meeresspiegelanstieg von mindestens einem Meter zur Folge haben. Sylt liegt gerade mal auf einem Meter. Das heißt, es hätte auch Folgen für Deutschland, denn Sylt würde es dann einfach nicht mehr geben. Ihnen ist nicht klar, wann das Ganze passiert, wann diese Kipppunkte erreicht werden, wann quasi dieser Gletscher abbrechen wird. Aber es ist zu sehen, dass das in nächster Zeit, wann auch immer, passieren könnte. Schauen wir nun in die Arktis und auch nach Grönland. Hier sind die Temperaturanstiege noch ein bisschen höher als am Südpol, denn im Gegensatz zu den letzten 30 Jahren sind im Winter hier die Temperaturen um 4 Grad angestiegen. Und das bedeutet natürlich auch, dass hier jede Menge Eis dahin schmilzt und den Meeresspiegel ansteigen lässt. Das hat natürlich auch Auswirkungen, nicht nur für den Eisbär, sondern auch für so einige andere Tiere und Pflanzen, die es hier gibt. Die können so schnell gar nicht ihren Lebensraum ändern. Das heißt, auch für die Natur ist das wirklich dramatisch, was da passiert. Insgesamt sollten wir, da sind sich alle Wissenschaftler einig, unsere Emissionen in die Atmosphäre einsparen. Dadurch verhindern wir, dass noch schneller noch mehr Eis dahin schmilzt und auch hier in Deutschland der Meeresspiegel steigt und steigt. Auch Hamburg liegt nur 6 Meter über dem Meeresspiegel. Das heißt, irgendwann wird auch hier der Meeresspiegel deutlich ansteigen. Wir sollten also wirklich eine Menge tun für den Klimaschutz.